Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 19. Ja, ich gucke gerade ganz gespannt hier auf der Europakarte, wo Avaria ja das Herz des Byzantinischen Reiches eingenommen hat und jetzt ein großer Kreuzzug vom Papst ins Leben gerufen wurde und überhaupt das Zeitalter der Kreuzzüge dadurch eingeleitet wurde, dass ja, hier Griechenland aus den Klauen der Tengri-Pagane befreit werden soll. Ja, hier ist nochmal die Übersicht. Wer alles mitmacht, ja, De Heubars, also tatsächlich, das, das sollte mir zu denken geben, also jemand, der, ein Petty King aus Wales hat seine Truppen unterwegs, da muss ich gleich mal schauen, wie viele Truppen er noch zu Hause hat. Ja, dann gibt's da, ja, aber es gibt, glaube ich, ganz schön Abzug auf den Ruf, wenn man jemand den Krieg erklärt, der in einem heiligen Krieg für den eigenen Glauben ist, insofern. Aber der ist irgendwann zu Ende und seine Truppen sind ja dann, mal sehen, ob er die dann noch hat. Ja, dann sind da natürlich die diversen Orden, die ins Leben gerufen wurden, dabei. Ja, eigentlich hauptsächlich. Und Mercy ist dabei und, ja, meine Frau, die auch ihre Grafschaft hat. Das ist ja auch spannend, dass da die einzigen Nicht-Ritterorden sind alle von den britischen Inseln. Also das Frankenreich hält sich da vornehm zurück, ebenso alles, was irgendwie aus Italien kommt. Ja, Verteidiger sind natürlich Avaria. Dann der Häuptling der Lords of the Sky. Die kommen. Der hockt irgendwo ganz hinten in Kirgisien, habe ich gesehen. Der Khan von Bulgarien hilft jetzt auch mit. Aber der Papst gewinnt derzeit. Gut, was sagt uns das, die Heubart? 2087 Truppen. Weiß nicht, ob sie unterwegs sind, ob er sie wirklich losgeschickt hat. Crusader. This character is a veteran crusader, martial plus 2, personal combat skill plus 1, church opinion plus 25, religious same trade opinion plus 30. Das heißt, die werden sie jetzt alle doll verstehen, die da mitgemacht haben. Also auch ein Crusader. Wieso ist meine Frau kein Crusader? Nee, doch, ja, ah nee, Queen of Northumbria, das war ja meine Stiefmutter. Wieso hat denn den Titel noch? Nee, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Doch, das ist sie? Genau. Ja, unfair, sie hat ihn nicht bekommen. Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, ob sie mich mag. Ja, ich war dabei, hier einen Anspruch zu fabrizieren. Ich habe überlegt, ob ich lieber den hier nehme, denn ich möchte nicht die ganze Küstenlinie haben, damit ich immer der, der alle Wikinger abkriegt. Aber, das ist ja auch keine tolle Burg. Ja, das Gebiet hier ist einfach viel interessanter mit zwei Bischoftümern, einer Stadt und einer besser ausgebauten Burg. Wie lassen wir das so laufen? Und piekt dann eigentlich also eine Aufstände inzwischen fertig? Ja. Dann kommen und gehen. Wie ist hier in meinen Hof gekommen? Ah, mein Sohn wollte sein Spielzeug nicht teilen. Ist das der Erbe auch? Ja. Greedy wird ihm natürlich mehr Steuereinnahmen geben. Mehr Diplomatie, Church Opinions und Trade Opinion. Ja, ich will das Gold. Es sind gerade viele an meinen Hof angekommen. Das deutet immer darauf hin, dass irgendwo sich was stark geändert hat. Ist etwa Rügen aus der Dynastie gefallen? Ne. Ist immer noch. Oh. Haben wir Seniorität oder was? Ist das denn? Oder ist das sein Bruder? Das ist sein Bruder und er hat nur eine Tochter. Die erbt nicht, oder wie? Aha. Hat der ein Jahr jüngere Bruder dann Vorrang? Der hat auch nur Töchter. Ja gut, ich weiß nicht, ob es eine große Rolle spielt, dass irgendwie das fränkische Rügen
in unserer Dynastie ist, aber wer erbt denn nach ihm? Also wenn er, das ist natürlich blöd. Ich schätze mal, wenn er keinen Bruder mehr hat, kann es sein, dass doch seine Tochter dran ist. Aber wenn er vor seinem Bruder stirbt, dann ist wahrscheinlich dessen Tochter dran, dessen älteste Tochter. Oh, die ist sogar gerade zu haben. Aber ich weiß halt nicht, welches letztlich wird. Die ist verheiratet. Mit einem Trinker. Nee, einzige Hoffnung, einzige Chance, die ich jetzt hätte, wäre, der Bruder kriegt das. Ah, die hat auch schon Söhne. Das ist Pech gehabt. Das hässliche Kind, Entschuldigung, das steht hier. Ist eine Charaktereigenschaft. Ist eine Eigenschaft von ihr. Deceitful, slothful. Mit einem reizenden Charakter. Vielleicht kann die mal jemand in Spionage weiter ausbilden, da. Achso, ja, Street Shepherd ist sie aber auch. Oh, Pigland hat Loot. Ich könnte die Duchy of Loot erzeugen. Kostet 160 Gold, gibt 200 Prestige. Aber den Titel dürfte ich gerade eh nicht selber nehmen. Weil dann heißt es wieder, ich habe zu viel Herzogtitel. Ja, schon mal einen weiter, vielleicht überlegt er sich das dann. Da hatte ich ja viel Vertrauen hier in den Wolfmeer. Hm. Oh, und dessen Erbe ist gerade der... Naja, komm, die Frau ist lastvoll. Ist gerade krank, aber das werden sie wohl hinkriegen. Oh, die lassen sich erwischen hier. Gut. Die machen keinen Ärger mehr. Wie guckt das Militär gerade aus? Ah, ist gerade wieder aufgefüllt. Dann kann der Marsch mal lieber nach Technik gucken. Wo ist mein Untergebener, der Duke von Lancaster? Nimmt jetzt mit am Kreuzzug teil. Hm. Oh no, no. Warte mal, ist das der gleiche Bischof, der... Er will jetzt Katara werden, ich hab's nachgeschlagen. Das heißt Katara auf Deutsch, katarisch, Katara. Leicht zu verwechseln mit dem heutigen arabischen Emirat von Katar. Aber der ist auch neulich schon zu Lollard konvertiert und wollte mich überzeugen. Dann haben wir ihm gesagt, er soll gefälligst konvertieren. Damit er frei kommt. Ah, mein Gott, will er alles mal ausprobieren oder wie? Aber wir haben inzwischen einen besseren. Ach so, der kann mal... was macht er da jetzt? Jetzt bin ich verklickt. Ah, kulturelle Technik geforscht, nicht das Schlimmste. Aber das ist noch katarisch da oben. Ja, mein Duke, jetzt musst du aber. Mein Duke, jetzt musst du aber auch damit Schiffen, die rüberfahren, da nach Byzanz. Ist das neu, dass jetzt immer genau dabei steht, wer die Raider anführt?
stottert und hässlich. Also die Genetik meiner Dynastie macht mir allmählich ernsthafte Sorgen. Esselstan has developed a habit for wild parties. There's nothing I can do. 60% mit der Charitable. Oh, das ist gut für die Diplomatie und die meisten finden es auch gut, sogar die eher großzügig oder lastvoll halt. Also schlecht für Piety, aber die Fruchtbarkeit. Curfews, dann kann er arbitrary werden oder chased. Ah. Das ist schlecht für Erbe produzieren. Charitable hat er gekriegt. Ach, guck mal, der hat hier doch nur positive Tugenden. Herrlich. Hat ich nicht greedy gegeben? Nee, hat nicht geklappt, ne? Wollte ich aber. Tausend Wikinger weniger. Jetzt ist mein tapferer Herzog von Lancaster Kreuzfahrer für. Nö. Wahrscheinlich, der muss auch wirklich teilnehmen. Oh, da sind gerade noch mehr Wikinger angekommen. Die hatten ein schlechtes Timing. Da hat ein Putzkommando vor die Füße gelaufen. Die lassen sich jetzt aber wenigstens auch mal alle erwischen. Wenn ich sie nicht erwische, die wieder auf ihr Schiff gehen, dann fahren sie halt drei Grafschaften weiter und gehen da wieder an Land. Je größer mein Reich wird, desto öfter sind es dann halt auch wieder meine eigenen, wo sie wieder den Quatsch wieder machen. Da schon wieder. Schlüssel als Pyron. Oh, mit dem König von der Heubart. Das hört schon. Oh, Charismatic Negotiator geworden. No. Oh ja, sehr gut. Ja, das ist mein Erbe, okay. Eieiei. Duchess of Navarra, das finde ich ja auch. Ja gut, was soll. Ah. Oh Gott, dann hätten wir auch. Die ist eh ein bisschen sehr jung und dann hätten wir aber auch den Ärger mit dem. Mit den Moslems da unten. Prinzessin von Bayern. Ich weiß nicht, ob Bayern den Mittelmeerzugang behält, das sieht gerade sehr belagert aus. Eine Prinzessin von Serbien. Die hatten wir auch noch nicht als Verbündete. Das ist ein bisschen jung. Ja, attractive. Ich bin da fast für die serbische Prinzessin. Also Prinzessin von Serbien, sie ist Kroatin. König Boris gibt uns dann eine Allianz. Extra Gold brauchen wir nicht dafür. Das ist König Boris. Und er ist slawischer Pagan, wieso? Ich wusste gar nicht, dass ich dann die überhaupt heiraten darf. Sie ist auch katholisch. Das ist ja lustig. Na gut. Zwei schwache Ansprüche kann ich machen. Das Königreich von Serbien. Für die neue Schwiegertochter.
Hatte Bülz uns nicht noch mehr? Den Eindruck, dass Serbien sich noch ein bisschen was einverleibt von. Wie läuft der Heilige Krieg denn? Oh ja, der Papst ist am Gewinn. Oh, ich habe meine Truppen noch nicht wieder eingepackt, aber das ist auch schon der neue. Das ist so. Bin ich persönlich dabei mit meinem Geschwindigkeitsvorteil? Kann das sein? Ich glaube, jetzt können sie aber mal. Ah, Baracken sind fertig geworden. Oh. Wrath of the Old Gods. In response to the new era of crusades and jihads among the Abrahamic monotheists, the great high priest Zad, keine Ahnung, the second, has informed all Tengri shamans of his plans for a magnificent Tengri pagan response. In fact, all pagan heads of religion may now declare great holy wars. This could be the beginning of unprecedented heathen aggression. Lock up your son and daughter. Interessant, vielleicht kriegt jetzt Avaria doch noch Hilfe. Master Schemer. Ich wollte meine Burg ausbauen, stell fest, das ist hier, geht wieder nicht mehr. Great Holy War for Kiva. High Priest. Wie war es? C mit dem Häkchen drunter. Wie spricht man das im Französischen aus? Na. Aber ich weiß nicht mal, welche Sprache es ist. Also, Cat. Klingt cool. Die Katze. Priest Cat the Second has had a vision from Tung-Ak, ordering him to declare greater holy war on Tsalif Kairedin the Fourth and the caving followers of the Mad Arab. All three Tengri men are invited to feast in their holy places. Tung-Ak is mighty. That's no concern of ours. Der greift den Schah von Afghanistan an. Der war selber gerade in einem heiligen Krieg für Kabulistan. Zumbiel. Ah, Technikpunkte. Kommen wir gerade recht. Das heißt, gut, Avaria kriegt keine Hilfe. Stattdessen werden die Tengri können jetzt einen heiligen Krieg hier machen und da sich in Süden ausbreiten. I'm usually so careful climbing down the narrow steps that with my club foot making me clumsy and prone to fall down the stairs. Today I wasn't as cautious as I should have been. I landed at the bottom of the steps badly hurt, wounded. Es gibt also extra Klumpfußereignisse in diesem Spiel. Da sind schon wieder so viele Wikinger. Huch, da ist ein Host. Fährt er mit dem Ärger schieren Richtung Norden. Piktland macht auch mit bei dem Kreuzzug. Mich interessiert, wer hat Ärger mit dem Host? Ah, die gehen Richtung Irland, dann kann's. Ist ein bisschen fummelig, das. Lustig wäre, wenn sie die anderen Norweger angreifen, die zum Christentum konvertiert sind. Ja. Ingolf of Düflin wird angegriffen. Aber er ist noch germanischen Glaubens. Ihm hilft dafür auch der König von Dänemark. Das ist ja. Das heißt, jetzt fechten die schon ihre internen Kriege auf unseren schönen britischen Inseln aus. King Suni sieht auch nicht mehr so ganz fit aus um die Augen. At attractive, naja. Früher vielleicht mal. My son Gurs does his homework and is always on time for his lessons. He has a good mentor, Diligent. Das ist doch schön. Das Lustige finde ich ja, wenn ich jetzt von der Verwundung eine Narbe zurückbehalte. Und deswegen. Na, man sieht die schon da. Deswegen Prestige gerne, weil das so nach einem großen Kämpfer aussieht.
Das sind 200, ich meine, bei New York glaube ich stark genug. Oh. Oh, wir sollen helfen gegen eine. Gegen Vukan von der serbischen Revolte. Vukan will Serbien über. Oh Gott. Ich will hier null Prestige, wenn ich es nicht mache. Ja, doch gerade nicht mehr viel. Wo ist dieser Vukan? Ah. 1000 Mann. Ein bisschen mehr. Das können wir sogar schaffen und dann haben wir wahrscheinlich einen Freund fürs Leben. Jetzt hat mein Sohn eine Tochter gekriegt, okay. Es hält Raider. Auch noch was als Hausaufgabe für mich. Wie spricht man dieses AE da aus? Und überhaupt angelsächsisch. Ich vertreibe die mal. Ich glaube, die hauen ab, wenn ich hingehe. Achso, ich wollte noch mal gucken nach Technikpunkten, ob wir da mal. Okay, dann machen wir Shipbuilding mal höher. Und so allmählich sind wir, glaube ich, international genug, dass wir Schiffe brauchen können. Wie viele Schiffe habe ich denn da? Ich möchte doch nicht zu viel erheben. Naja. Machen wir es doch so. Trupp von gut 1000 Mann. Oh, und nicht zu teuer, genau. Mache ich weiter plus. Nochmal eine schöne Reise in Golf von Venedig. Successful Crusade for Greece. The Lord has granted Hochmeister Petrik of Teutonic Order victory in the Crusade for Greece against Khan Batuli of Avaria. Pope Sylvester II has called for months of celebration across the whole Christian world. Praise the Lord. Der Ho Will er den Titel überhaupt haben? Oh Gott, also der Teutonische Orden von einem Kreuzfahrerorden hat jetzt Griechenland gekriegt. Oh. A pretty wench is throwing herself at you. Can't resist her. Kriege ich mit 70% schon Last voll. Mind over body, mind over body. Kriege ich chased. Ich glaube, ich will die Piety. Ja, meine Frau ist mir. Eine gute Verbündete. Was ist mein Schiff? Ach, dahin. Teutonischer Orden. Er ist piekte. War da nicht irgendwie mein Onkel? In welchen Orden war mein Onkel gegangen und anderen? Oh, er ist jetzt umverteilt.
Typhus ist ausgebrochen in Cumberland. Ah, ich muss gleich mal wieder nach Wikingern gucken. So, jetzt haben wir was beigetragen. White Peace nur. Baldorf Trondelak. Und hat einen Typhus gekriegt aus meinem Haus. Noch ein Sohn. Jetzt stell den nicht so an. Ist für einen guten Zweck. Gucken. Habe ich auch mehr eigene Schiffe und einen Sohn. Ja. Gräfin von Spoleto. Die sind ja nicht so mächtig, wenn man dem was abnimmt. Ah, ihr habt ja nicht alles von mir. Wir können noch Hunchback in die Dynastie einheiraten. Das schöne Mischung. Klumpfuß, Klappfootet, Hunchback, Lisp und Lispeln. Also irgendwelche Byzantiner heiraten Griechenland, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was man da noch kriegt für Bündnisse. Tja, nehme ich doch lieber eine bayerische Prinzessin. Oh! Meine Stiefmutter Letschi ist gestorben. Und er hat das. Ja, er hat Gwent geerbt. Das hat schon mal funktioniert. Ups, die Schiffe da verschwenden noch Geld. Oh, sie kriegen schon wieder eine Faction. Jetzt will sie da den... meinen Onkel... Er ist stark, aber sein Stewardship ist ja wirklich schön. Ständiger Störfaktor, die Frau. Nein! Katarische Revolte.
Zum Glück nur 2650 Mann. Da ging das Bekehren nicht schnell genug. Cathar heretics have risen up in Dunbar, led by a militant fanatic. If not swiftly crushed, this revolt could spread like wildfire. Cursed renegades. Wo ist denn mein Schiff gerade? Ah. Die kommt zurück mit den Truppen. Also haben wir gesehen unten, was passiert, wenn man da nicht schnell zuschlägt, dann spawnen da auf einmal noch mehr Truppen. Ups. Petty Kingen auf die Heubars kann ich mir kann ich usurpieren. Ja, gut, erstmal. Ah, Tempo etwas runter. Ein neuer Papst. Frag. Nee, kann ich nicht. A noble has distinguished himself in this battle. Perhaps I can make use of him. Excellent. A soldier named Oswald appears at the court. Weiß ich denn, dass er noble war? Gucken wir mal ganz cool. Oh Gott. Ist ja voll hier. Ist der? Noch ein anderer. Ja, wir haben noch einen Oswald. Tough Soldier, aber sieht ja jetzt keine große Besonderheit. Ja, das war der Anführer. Broken Spirit. Ja,
Das ist heftig, was er da an Abzügen hat. Also nicht, was soll ich mit dem? Er hat kein Geld, kein Nichts. Wahrscheinlich will auch keiner für ihn Lösegeld bezahlen. Jetzt bis ich ihn exekutiere. Execute Kennel, since you have a valid reason, no one will care. Aha, damit mache ich ihn zum Mönch, aber das bringt ja auch nichts. Weg mit ihm. So, was für eine Revolte hat Mercy an der Backe? Kam gerade immer eine Mercian Revolt durch. Oh, die ist ja kräftig. Das ist ja mehr. Da ist noch ein Stückchen Mercia, da noch ein Stück Mercia. Achso, er will Mercia übernehmen. Und sie will Unabhängigkeit. Hier ist einige Winter. Und beim einen hilft ihm auch der König von De Holbas. Was kloppen die sich da oben? Teutonischer Orden. Vasallenlimit weit überschritten. Also das ist, ja, mit dem überschrittenen Vasallenlimit nicht besonders stabil. Ah, es gibt wieder Technikpunkte. Legalism 4 schaltet nichts frei. Religiöse Bräuche, ja. Nietzsche ist anscheinend auch in einem Krieg. Ach nee, ist nur Raiden. The Great Holy War for Kiva fails. Tung'ak, it seems, does not favor the pagan faithful. After a string of defeats and setbacks, High Priest Bashwa has called off the Great Holy War for Kiva against Caliph Kerylin IV. Pathetic. Okay. Mein Sohn. Ist die gut? Oh ja, die ist gut. So, dann kann ich ja den Fauxpas hier mit meinem Bekehren sollst du nicht Technik erforschen. So, oh, da ist noch ein schwacher Claim dazugekommen für Ulster noch. Was ist das für ein Krieg? Das ist auch noch ein Westländer Conquest of Inzi Ork. Okay, ja, es geht wieder um eine Insel. Was ist das? Ja, da helfen ihm alle. Horderland, Dänemark, Westfold, Haltenkraft, Inzi Ork. Inzi Ork. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Oh, mein Spionagemeister wurde erwischt. Vom Papst. Oh.
Ah, jetzt muss ich auch erstmal gucken. Duchy of Loot könnte ich machen. Vessel Inheritance Warning. Oh. So, vielleicht eine Warnung einfach. Ah, nee, oh. Ist jetzt so einen schwindligen Baron-Titel. Und ist deswegen dem Grafen der Schwyz unterstellt. Ach, herrje. Ja, wegen so einer blöden Baronentum, das wäre doch. Das hat eine Priorität, wenn sie richtige Grafschaften kriegt. Ich hätte gerade überlegt, ihn dann zum Herzog von Loot zu machen, aber das lasse ich dann erstmal. Er soll gefälligst bitte nochmal heiraten, noch einen Sohn zeugen. Kann ich ihm aber nicht vorschreiben. Ja, die braucht. Oh, die ist. Ach so, die ist ja fast volljährig. Mach du mal, ihre Diplomatie ist eh nicht mehr zu retten. Titel usurpieren gehen nicht, weil er gerade im Krieg ist, aber das ist natürlich lustig. Oh, sehr überschaubar, was er an Verbündeten hat, und außerdem möchte ich hier meine Territorien vereinigen. Guck mal, ob du da einen Claim drauf kriegst. Stärker wird das hier. Zwei Burgen einer Stadt. Oh ne, das ist besser. Ich sehe aber auch schon. Altdorf sagt mir was. Duke, wo ist Duke? Man sieht schon, ugly Erd, hair lip, und, aber mir geht's vor allem, es ist ein Prinz von Frankreich, das gibt, schön Prestige. Enttäuscht, dass ich nicht mehr Truppen aus York kriege, aber da baue ich die Burgen ja auch nicht aus. Da könnte ich eigentlich nochmal eine Burg dazu bauen. Hält das Frankreich eigentlich immer noch? Ja, zwei Söhne als nächstes. Er hat seinen Jüngeren zum Erben, dann Prinz Etienne. Ah, der ältere Thomas Slow. Ja, das hatte ich auch schon überlegt, ob ich überwählen würde, wer mein Nachfolger wird, aber. Das mache ich dann erst als Emperor, weil vorher als König, ich würde mehrere Königstitel halten und wir sicherstellen, dass die immer an die gleichen Erben gehen. Ja, wir haben einen wertlosen Wikinger gefangen genommen.
Oh, die Wunde von dem Treppensturz endlich verheilt und jetzt habe ich meine prestigebringende Narbe. Ah, mein Halbbruder hat sich jetzt das Herzogtum von De Heubers besorgt. Da musste ich das nicht mehr machen. Wie steht er zu mir? Oh. Ja, inzwischen ist er zufrieden und will auch nicht mehr den Königstitel. Das heißt, jetzt kann er ja die Jure-Claims haben wir jetzt einfach auf ihn. Masern, also ausgebrochen. Ja, das habt ihr von nicht impfen. Das hier können wir angreifen, da brauchen wir gar kein Claim mehr zu machen. Allianzen 2, nix doll, ist beide auch beschäftigt. 1660. Habe ich doch keinen. Ich kann Düfeld nee, Düfeld ist doch... Ach, De Heubers. Falsch. Das gehört, aber das fällt ja eh bei uns rein. Zurück an die Arbeit. Oh, ist gerade krank. Was macht Devin eigentlich? ...53, paranoid inzwischen. Die Erbin werden Ehefrau auch meines Halbbruders, nicht, dass er mir zu mächtig wird. Aber gut. Was eigentlich mit Rügen passiert? Nur das Interesse. Oh. Inzwischen infirm. Mit 67. Dem Bruder geht's noch besser. Gut, wenn die Tochter des Äbtis 45, die wird dann aber auch kein... Ja, die hat ja schon, wie gesagt, ein... Mir Rügen geht wohl verloren aus unserer Dynastie. müssen wir doch mal zusehen, dass wir irgendwann was Schönes an der Mittelmeerküste ins Rhein erben. Ah, nein, Bayern hat sein Mittelmeerzunge auch an Serbien verloren. Das schade ist, wenn die beide verbindet. Was mein Rivale ist sauer, er wurde für der Häresie beschuldigt, er ist voll katholisch und so. Ich habe so ein niedrig geborener Bischof behauptet, beide mögen mich, sogar mein Rivale steht inzwischen voll auf mich. Den könnte ich inzwischen sogar zum Herzog machen. Ja, der Erben. Nee, der hat noch keine Kinder. Das ist ja echt doof, wenn das als ein Prinz Gilbert von Frankreich fällt. Hallo, heiraten. Hat er ein Gelübde abge... Nee. So hässlich bist du auch nicht. Trau dich ruhig, Frauen anzusprechen. De Heubers heißt jetzt übrigens Povit. Hm. Hier gewinnen jetzt inzwischen die Das eine gewinnt die Revolte. Der Unabhängigkeitskrieg. Mhm.
Ach, und Fortrio nutzt das für Anti-Jurevor für C. Jetzt weiß ich auch nicht, warum das da oben jetzt zum Mercier gehört. Das muss auch irgendwie durch eine Hochzeit passiert sein. Oh, mein Rival ist gestorben. Jetzt ist passiert. Das ist jetzt an die Karolinge gefallen, aber noch unter meiner Kontrolle. Aber sein Erbe ist wiederum mein Earl hier, der aber halt auch noch kein Kind in die Welt gesetzt hat. Ja, mein Sohn dagegen, der macht Sohn. Zwillinge sogar. Wie sieht's in Devon aus? Na, der frönt dem Hedonismus. Claim of Turnwillig wird gerade von Graf Andreas gehalten. Das können wir uns auch leisten. Oh ja, sie ist so steht schlecht dabei, was Bündnisse angeht. Wir sind sogar richtig Soldaten. Ja gut, Bayern wieder ohne Meereszugang. Boris, erinnerst du dich an uns? Der hat doch keine Schiffe, oder? Fleet Levies One. Bin ich mal gespannt, ob da eine bayerische Galeere vorbeikommt. Das Tempo etwas runter, vielleicht geht das hier auch rucki zucki. Boris von Serbien kommt. Ups, muss man aufpassen da unten, da sehe ich leicht. Bayern schickt seine Galeere, falls wir das logistisch hinkriegen. Warte mal, da kann man ja schon mal hier die 38-Mann-Armee da blicken. Ich vertreibe hier mal kurz die Wikinger. Wir bleiben stehen. Ernsthaft? Ein schlechter Anführer, aber einfach die Übermacht. Schon so viele, die können schon mal zum Belagern gehen. Ah, hier hätte sie noch 2390 Mann, aber ich weiß nicht wo. Ach, sie hilft. Sie hilft Cornwall will Lümrek einnehmen. Das ist ich weiß nicht, wo das ist gerade. Man bräuchte eine Suchfunktion hier auch für die.
Limerick, ich hab's irgendwo mal gesehen. Limerick, also das ist bestimmt wieder ein stummes Haar. Mal davon abgesehen. Limerick. Cornwall will das haben. Cornwall war aber hier ein bisschen vertreten. Ach so, ja. Limerick ist das Herzogtum hier. Das heißt, sie ist irgendwo oben in Irland. Ach, da oben, ja. Da ist ihre Armee jetzt auch. Geht jemand drauf und zerstört die Freiwillige. Er hat Lust. Also gucken, wie viele Verteidiger sind. 797. Dann ja, können wir hier die Hälfte abziehen. So, geht mal. Hier geht mal darauf und hier. Noch zwei. Oh, 2051 Verteidiger. Dann, da kann ich nichts abziehen, tatsächlich. Ja, einen guten Anführer. Ah, apropos Moment. Wir haben gerade gar keinen Marschall mehr. Nachschub. Seid ihr dazwischen? Ne, ist immer noch Katar. Katarisch. Oh, da kommt die serbische Eingreiftruppe. Nochmal 2000 Mann. Aber mal ich das unter schweren Verlusten allein mache, vielleicht machen die Serben ja mit. Das bin ich froh, wenn du endlich von der Erde verschwindest. Oh, und endlich, oh Gott sei Dank, er hat nochmal geheiratet. Oh, einer aus der eigenen Dynastie. Gut, davon. Wo bleibt das? Wo bleiben die Bayerischen? Ne, die wollen einfach mit belagern. Na gut. Wer bist du? Was willst du an meinem Hof? Aha, ihr habt eure rechte Flanke verloren. Der härtere Job gegenüber dem gemütlichen Belagern da unten. Ach, Düfert ist auch dabei. Halt! Herzogin Sinethris of Lancaster, in der Duchy of Lancaster, County of Derby vom Duke. Mit 37 in schlechter Gesundheit gestorben. Ja, schlechte Gesundheit ist immer schlecht zu. Duchess. Weibliche Herrscherin. Ich kann da nichts. Kann ich da was vorschlagen?
Hab da noch einen 8-jährigen Sohn. Den möchte ich nicht, weil ugly, der ist hässlich und stottert. Muss ich ja nicht auch noch in die Dynastie reinhalten. Na gut, mein Sohn hat natürlich auch wieder, so ist bei uns, ein Klumpfuß. Da sind 99 Beine und da ist das bayerische Schiff. Ja! Entschuldigung für die Kopfhörerbenutzer. Da sind noch welche übrig. Was hat er geerbt? Ach, da eine Ecke. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt sind sie aber ganz weg, oder? Stehen die Serben und Bayern rum. Erste Belagerung ist durch. Zweite, da sind die 100%. Juhu. Wer kriegt den Titel, ist die Frage. Stopp, Pause. Da kann man übrigens auch die, wo ich das gerade gemacht habe, die Armeen wieder in Pause schicken. Ich will ihm nicht zu viel geben. Das geht, fällt dann ja auch noch hier am Ende mit seinem Sohn zusammen. Teile und herrsche. Was ist er denn hier? Ah, hat eine Grafschaft bisher. Guter Steward, Fortune Builder, gerecht, ein bisschen zornig, auch schüchtern, zynisch. Das ist jetzt auch der Abschluss vom Video, dass ich eben noch das hier umorganisiere. Haben wir hier noch Leutchen, die kein ohne Titel sind. Achso, ich kann natürlich einem jüngeren Sohn was geben. Klumpfuß. Same Trade Opinion plus 5. Das ist doch schön. Wir haben keine Zwergendynastie, sondern eine Klumpfuß-Dynastie. Jo, seine Frau ist auch. Das wäre interessant, wenn ihr Bruder einen Unfall hätte. Oh, hat die Pocken. Wie muss ich ihm das gar nicht geben, Alter? Das interessiert mich jetzt. Syphilis. Gesundheit minus 2, Fruchtbarkeit minus 2. Homosexual, also der wird so schnell auch keinen Erben zeugen. Aber er ist hübsch. Mit dem Pocken wahrscheinlich nicht mehr. Hey, hey. Entschuldigung. Gut, dann mache ich ihn hier mal attraktiver zum Verheiraten, meinen Jüngsten. Greedy, humble, patient, craven, content. Aber wie ist kein Klumpfuß? Verheiraten muss ich ihn auch noch. Und das hier ist es in Tenlvg. Ihr habt Spaß damit.
Ups, jetzt habe ich ihn nicht mehr verheiratet. Ich bin schon wieder, ich peile immer eine Stunde an und überziehe dir dann irgendwie ein paar Minuten. Mich interessiert gerade noch, was hier passiert mit dem... Da, was mit Mercia jetzt passiert. Ah, ist zerfallen. Suffolk. Suffolk hat seine Unabhängigkeit erlangt. Hier so ein Stück Mercia, da wird noch belagert. C wird ihm gerade noch abgenommen. Das verliert er wohl auch. Gut, wir haben noch jetzt ein... Ja, bisschen komische Form, gebe ich zu, aber... Wenn man wegen Gebiet genommen, was nicht ständig geradet wird. Der Teutonische Orden hat das christliche Bollwerk gegen den Islam und gegen die Tengri wiederhergestellt. Spionage. Nee. Der kann mal wieder Technik studieren. Werfen wir noch einen Blick. Pheresin. Was ist Kent denn? Katholisch, aber wieso wird das weiß angezeigt? Imagine a situation which became more and more intimidating, which with an outcome that could mean life or death. I swallowed hard and decided that I would run away. Oh, ich drohe, Craven zu kriegen. Stay put and fight. Ich könnte Brave kriegen. Und nichts ist passiert. Gut, ich mache schon mal Pause. Ich, Enkeltochter. Bisschen Talent im Kampf, aber ich will das nicht zu einseitig. So, das. Genau, nur noch das katarische Gebiet. Kent ist doch katholisch. Herrscher auch. Wieso ist das in weiß? Ein Antipope hätten wir, ein Gegenpapst hätten wir mitbekommen. Ja, das ist eigentlich nur, da ist noch germanisch, aber die anderen sind auch konvertiert. Okay. Ja, schön, dass das zerfallen ist. Dann könnte ich... Der ist ja auch Haus C, das waren ja die, die sich da oben mal gegründet haben. Ich weiß gar nicht, warum die... Nee, da war es wahrscheinlich, hatten die hier noch was und haben Mercia geerbt. Und deswegen sind die Aufstände losgebrochen. Das könnte sein. Der hat auch keine Verbündeten, dann weiß ich. Könnt ihr Warwick... Das... Chester gehört... Das hier hätten wir gern als nächstes. Jo. Jo, wenn ich da das nächste Mal schnell Anspruch kriege, dann schnappe ich mir hier ein Stück Mercia. Ja. Dann gucken wir mal, was man von Wales noch weiter zerrufen kann oder was einfach sich an Möglichkeiten bietet. Genau. Ja, 1:10 ist rum. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Internet. Bis zum nächsten Mal.